Und willkommen Leute hier zum Trainingslook von Trias Athletik. Nach 1,5 Monaten habe ich endlich Clean und Press auf der rechten Seite geschafft. Wow, unglaublich. 1,5 Monate, im Mai hatten wir noch das Press-Programm. Dann war ich einen Monat im Urlaub, beziehungsweise dann noch stark erkältet bis vor 2 Wochen. Und jetzt war ich doch sehr überrascht, dass es ging. Wir haben gestern am Freitag, den 13. Juli, ein nettes Programm gemacht, was ich dir vorstelle, was du jetzt auch unten im Blog sehen solltest. Und zwar war das meine Kettlebell-Leiter. Man nimmt sich verschiedene Kettlebells raus, versucht so schwer als möglich das Ganze zu machen. Und mein Vorschlag war zwischen 1 bis 3 Reps pro Seite mit Clean and Press, was du mich hier siehst oder hier machen siehst. Gefolgt, wer möchte, von einem Squat oder einem Rack Squat links, einem Rack Squat rechts. Und dann 5 Snatch links, 5 Snatch rechts. Pause dazwischen, wie man benötigt. Und das Training kam sehr, sehr, sehr gut an. Es hat Spaß gemacht. Es nimmt den Druck raus, gerade wenn es so super heiß ist oder so drückend schwül. Man kann sich da die Pause einteilen, wie man braucht. Ziel ist einfach wirklich, schwere Gewichte zu bewegen. Und hier siehst du mich beim 38 Kilo Snatch. Auch nicht so schlecht. War selber überrascht, wie gut sich das angefühlt hat. Bin eingestiegen mit der 24er, dann über 28, 30, 32, 34. 36 bis hoch zu 38, die 40 habe ich mich dann doch nicht getraut. Wollte da sicher gehen, aber ich denke, so in 1, 2 Wochen werde ich die 40er mal wieder testen. Da war gerade meine Hand ein bisschen feucht, da muss man darauf achten, dass man sich da nicht die Hand aufreißt beim Snatchen. So, ich hoffe, das gibt dir vielleicht eine Idee, was du machen kannst, wenn es so super heiß ist und wie man mit Kettlebells im Grunde ein einfaches Krafttraining machen kann. Man braucht einfach Zugang zu schweren Kettlebells. Und dann funktioniert das auch. Das ist ein abwechslungsreiches Training. Es macht Spaß. Laune kam sehr gut an bei den Leuten, die man jetzt hier nicht im Bild sieht, weil die alle ein bisschen kamerascheu sind. Ich wünsche dir einen tollen Tag und hier war Daniel für Trias Athletik. Danke.